sehe das ja auch. Wenn ich jetzt wirklich diesen Krebs wieder besiege, dann schreibe ich ein zweites Buch. In der Schulmedizin kommt der Krebs häufig wieder. Ne? Und dann ist das, die freuen sich alle, ah, der Krebs ist weg. Dann denke ich immer, ja, das Symptom ist weg. Leute, ihr habt aber noch nicht tiefer geguckt. Und mein Anliegen ist immer wieder, macht euch nichts vor, geht mal ein bisschen tiefer. Da ist der Hammer auch zu sehr an der Oberfläche. Der sagt, der Konfliktschock, und den musst du bearbeiten. Das ist viel zu wenig. Der Konfliktschock ist eigentlich schon das Alarmzeichen, dass da was eingeschaltet wird. Ne? Man müsste tiefer gehen. Mhm. Der Ansatz ist ganz einfach. Deine Psyche ist lebendig. Steht nichts Abstraktes drin, sondern das ist alles lebendig. Mhm. Alles, was du als Kind erlebt hast, kannst du erinnern und kannst du wieder abrufen. Das sind kleine Filmchen, wenn du so willst. Mhm. Das ist wie eine Mediathek. Das ist deine Festplatte. Und da ist einfach alles drin abgespeichert. Diese Zeitrafferaufnahme zeigt, wie sich Gehirnzellen rankenartig verästeln und sich damit untereinander verbinden. Jede von 100 Milliarden Nervenzellen wird rund 10.000 Verbindungen herstellen. Und dann hast du Krebs. Also muss es da drin Fehler geben. So, also gehen wir überall rein und gucken, was ist schiefgelaufen. Und dann musst du natürlich das, was schiefgelaufen ist, ändern. Das kannst du nur ändern, indem die sich da ändern. Nicht der Papa, sondern der innere Papa. Und wenn er kein Mann ist, ne, dann muss man gucken, warum ist er kein Mann? Weil wir müssen ja immer die Hintergründe. Ne? Sonst sagst du ja, wie es zu sein hat, machen die alle, aber es funktioniert ja nicht. Ne? Also, immer wenn man sagt, wie es zu sein hat, ist es ja nur ein Wunsch. Ein Wissen, so müsste es sein, ist aber nicht. Also müssen wir immer gucken, warum ist es nicht so? Das ist dieses Muster, was wir aufdecken. Profiling, wenn das so ist. Ne? Aber das ist doch genau das, was mich immer gehindert hat, weil ich verstanden habe, warum das so ist. Der Unterschied ist, wenn du es verstanden hast, hast du es verstanden, aber diese Person hat es ja noch nicht verstanden. Diese Arbeitsanweisung steht ja immer noch so da. Kind, schlagen. Das ist ja in deinem Kopf geschrieben. Du musst es nicht verstehen. Der in deinem Kopf muss das verstehen. Der Vater, der dein Kind schlägt, der sagt, mach ich doch richtig, machen alle so. Diese Arbeitsanweisung steckt in deinem Kopf, in deinem Skript drin. Wie in der Mediathek. Du rufst den Film ab, da kommt der Papa und schlägt sein Kind. Dieser Papa, der sein Kind schlägt, ist falsch. Hier geht es ja nur um deine Welt und dein Vater hat nicht eine eigene Welt, sondern ist Teil deiner Welt. Mhm. Wir machen nicht mit deinem Papa Session, wenn der sich hinlegen würde, käme was ganz anderes mehr raus. Also innerer Vater praktisch anders als der äußere ja, Vater. Ne? Und das ist ja das Schöne. Wir schließen ja über die Augenbinde die komplette Außenwelt ab und alles, was du dann wahrnimmst, bist du. Ist deine Abspeicherung, ist deine Psyche. Deshalb können wir damit arbeiten. Mhm. Und weil wir diesen inneren Vater verändern können, nicht den Außen. Der ist auch tot oder was auch immer. Und die Vergangenheit ist vorbei. Aber in deiner Innenwelt ist die Vergangenheit lebendig. Der haut ja ständig von morgens bis abends seinen Sohn. Mhm. Also der Film ruht nicht im Archiv, sondern der schlägt ständig seinen Sohn. Mhm. Und dieses kleine Mädchen... Und das strahle ich auch in meinem Feld aus. Du hast ein Mädchen in dir mit 7 Jahren, die kein Papa hat. Mhm. Und das ist ständig so. Jede Sekunde, jede Minute, jahrelang, jahrzehntelang. Und wenn du dieses Mädchen betroffen machst und veränderst, dann ist es weg. Deshalb kriegst du ganz andere Grundgefühle. Deshalb hast du plötzlich das Gefühl, ich habe einen Vater. Du heute brauchst keinen, aber die 7-Jährige braucht ihren Vater. Verstehst du? Und wenn wir alle Fehler rausschmeißen, also aufräumen, dann hast du eine perfekte Ordnung, dann hast du keinen Krebs mehr. Oder keine MS mehr. Oder egal, was du hast, das passt ja. Das muss ja einen Hintergrund haben. Also, ich höre deine Worte und ich lasse es wirken. Ich glaube, was die Psychotherapeuten oder Psychologen falsch machen, die checken nicht, dass das Gehirn lebendig ist. Hm. Alles ist ständig lebendig abgespeichert. Und du kannst es nur verändern, wenn du lebendig wieder eingreifst. Also technisch, um es dir mal zu erklären, mache ich Folgendes. Ich mache Rückkopplung. Und deshalb funktioniert das auch. Ich nehme halt dein Bewusstsein und gucke in deine Innenwelt. Also Muster kann man dadurch stören, indem man so zum Beispiel eingreift. Die bauen sich jetzt von selbst auf durch die Rückkopplung. Wenn ich in den Impuls reingehe, dann störe ich das Muster. Ja. Dieses Rückkopplung. Das ist ja nichts anderes, wie ich filme den Bildschirm ab. Ja. Hier ist die Kamera, da ist der Fernseher. Ja. Und der zeigt quasi hier jetzt meine Hand
und die ist dann im Fernsehen, ein bisschen zeitverzögert, dann zeigt er quasi den Fernseher jetzt mit Hand, dann filmt er das wieder ab, gibt es wieder drauf und deshalb wird das kleiner und kleiner. Weißt du, siehst du das? Mhm. So eine Zurückkopplung? So. Und wenn ich jetzt hier reinzoome, dann gibt es halt Muster. So bauen sich halt. Und deine Informationen sind ja neuronal in den Mustern verankert. Also alle Bilder sind neuronal im Kopf verankert. Deshalb sagen die auch alles, die kriegt man nicht raus. Das stimmt ja nicht. Mehr kriegt man sie ja raus. Die Bilder sind ja nachher nicht mehr da. Du kannst ja gar nicht mehr aufrufen. Das ist der Riesenunterschied. Und du musst einfach vorstellen, wenn du jetzt deine Mama siehst, sagen wir mal, den Opa siehst, wie er das Kind schlägt, dann ist das abgespeichert. Wenn du jetzt mit dem Opa redest, dann reagiert er auf dich. Da aber dieser Opa, der schlägt, du selbst bist, ist das ja in einem komplexen System. Und du kannst ihm sagen, dass das nicht gut ist. Also verändert der Opa sich wieder. Und über diese direkte innere Dialogführung machst du diese Muster. Störst du dadurch. Und wenn Muster ständig überall gestört werden, so wie ich das jetzt mache, ne? Das ist ein blödes Beispiel, aber es ist ein ganz lineares, einfaches Beispiel. Verschiedene Aspekte nehmen, dann kracht dieses Muster zusammen. Und deshalb müssen wir das zerstören, zerhacken. Deshalb müssen wir das anschließend verblenden. Ich wollte sogar noch eine Welle drüber laufen lassen. Diese Welle ist weißes Rauschen. Muster verändern sich nur dadurch, indem sie da sind, Energiezufuhr kriegen, ins Chaos übergehen, sich selbst organisieren neu. Die organisieren sich, werden neu und dann höherwertig. Das ist das Prinzip der Synergetik. Das ist eine Wissenschaft einfach. Hm. Das habe ich nicht entdeckt, das hat Hermann Hagen entdeckt als Wissenschaftler. Ne? Nur ich als Physiker konnte das nachvollziehen. Und ich sage, hier oben die Psyche ist ein komplexes System. Ich mache Rückkopplungen und störe damit diese Anordnung der Informationen. Dann krachen die zusammen und da helfe ich mit, indem ich das zerhacke. Eigentlich müsste es ja leer sein in deinem Kopf. Aber das geht ja nicht. Dein Kopf kann ja nicht plötzlich ohne Opa existieren. Also holt er sich einen Opa und baut einen neuen Opa und dann greift er auf archetypische Informationen zurück. Und dieser Opa ist immer besser wie vorher. Das ist bei jedem Menschen so. Oder auch wenn der Opa ins Krieg zieht. Nur als Beispiel. Der verliert ein Bein. Der Enkel kennt Opa nur mit Holzbein. Wenn wir diesen Opa zerstören im Krieg, in dem Kontext, ja, dann kommt der Opa aus dem Krieg, wir bringen ihn um und holen ihn wieder neu. Und dann sagt der Enkel, der hat ja gar kein Holzbein mehr. Weil archetypisch gibt es keine Holzbeine. Die Psyche baut wieder einen neuen Opa und ein Opa hat natürlich kein Holzbein, also hat er zwei Beine. Und dann läuft er auch so rum, weil Mensch weiß, wie er zu laufen hat. Also sieht der Klient, mein Opa läuft da rum, der springt ja richtig rum, der ist ja gar nicht mehr depressiv, der hat gar kein Holzbein mehr. Und schon haben wir diesen Opa wieder optimiert. Mhm. Und das geht nur über diese Rückkopplung. Deshalb achte ich immer darauf, dass du Dialoge führst, im richtigen Kontext. Weil wenn du jetzt heute mit deinem Vater redest, dein Vater heute oder deine Mutter heute sind ja unwichtig. Die sind heute ja nicht wichtig. Aber dieser Vater von damals, den, mit dem musst du reden. Also musst du immer in der Zeitachse gucken, wo die Geschehnisse sind. Und wenn ich Leute habe, die rechtzeitig kommen und wir verändern die Informationen und der Tumor, zack, ist weg, nicht mehr findbar, dann weiß ich, dass ich was gefunden habe, was funktioniert. Ja. Und das können wir bei dir auch machen. Können alles aufräumen und dann siehst du, was passiert. Und faszinierend war es ja, dass ich das erlebt habe, dass ich voller Krebs war. Richtig. Und innerhalb von 6 Wochen. Ja, aber nicht nachhaltig. Das ist immer wieder das Problem. Du kannst mit allen anderen Methoden einwirken auf ein komplexes System. Komplexe Systeme können 2 verschiedene Zustände einnehmen. Über den Flügelschlag des Schmetterlings. Kleinste Einflüsse können Systeme kippen. Chaos-Theorie. Könnte ich dir genau erklären. Aber deshalb, manchmal legen die Leute Hand auf und die werden gesund. Ich sage, nein, das Symptom ist verschwunden, das System ist völlig instabil im Hintergrund. Du hast es nur mit einem kleinen bisschen, wie auch immer, angestoßen, in die eine Richtung zu kippen, in die Gesundheit. Man nennt das versklavt, das System wird versklavt. Aber es ist nicht nachhaltig. Das ist immer wieder das Problem. Wir haben es ja auch gemerkt. Wenn bestimmte Umstände im Außen wieder auftreten, zack, kippt es wieder zurück und der Krebs ist da noch schlimmer sogar häufig. Und wenn du das aufgelöst hast, kannst du mal auf den Bezug kriegst, kriegst ne? Weil es ist ja keine Information mehr da. Also das wäre natürlich toll. Aber ich habe Angst, dass ich mich dann von meinem Mann trennen müsste. Und das will ich nicht. Dass es deinen Mann mittrifft, kann ich dir vorhersagen, weil er ist Bestandteil deines Krebses. Beziehung hat immer auch
Krebs. Da bin ich auch überzeugt. Ja, ich gebe ihm nicht die Schuld, aber er ist Teil davon. Ja. Und er fühlt sich sofort angegriffen, wenn ich irgendwie in die Richtung arbeite. Dann. Was ich immer wieder anbiete, auch dir jetzt, ist, eine Paartherapie zu machen. Mhm. Zwei sich gleichzeitig hinlegen. Mhm. Dann können die sehen, wie die vernetzt sind, wo es weh tut oder nicht weh tut, wo es herkommt, wen er repräsentiert und so weiter. Und dann kann er immer noch Sessions machen oder nicht Sessions machen. Mhm. Weil das ist etwas, was sehr aufdeckend wirkt. Ja, das, also wenn er mitmacht, ich habe ja war lange Zeit an ihm, dass wir mal eine Paartherapie machen, das hat er aber total abgeblockt. Also wenn du jetzt drauf guckst, kannst du sehen, Mama, Papa, Kind, Heilige Familie und die lieben sich. Mhm. Und Mann und Frau, frag mal die beiden, ob sie sich auch lieben. Ja. Also hast du dort die doppelten arztstäblichen Bilder, das Liebespaar und gleichzeitig die Heilige Familie. Und das sind deine Wurzeln und deine Vorfahren, die sind auch in Ordnung. Dein Vater ist in Ordnung als Kind, als Jugendlicher und deine Mutter als Jugendlicher, dein Papa ist in Ordnung. Das heißt also, jetzt wäre deine Psyche so in der Übersicht stabil und archetypisch in Ordnung. Mhm. Gut, dann machen wir einen Test. Du stellst dich jetzt als 20-Jährige dahin. Und diese 20-Jährige sagt zu den Eltern, sie sollen sich mal hinter sich stellen. Mhm. Und diese Eltern sollen wieder ihre Eltern rufen, die sollen sich hinter sich stellen. Und diese Eltern rufen wieder ihre Eltern. Also so eine Kaskade. Mhm. Dann gehst du jetzt mal in dich rein, in die 20-Jährige, ne? Und spürst mal, dass deine Eltern, Großeltern und deine Verwandtschaft, deine Ahnen hinter dir stehen. Du bist auf deinem Weg, sie sind deine Wurzeln, du bist die Blüte. Und die Wurzeln geben der Blüte bedingungslos Energie. Mhm. Du machst das Beste draus, die Blüte kriegt dann später auch wieder, was weiß ich, eigene Früchte, das sind dann deine Kinder, du findest deinen Mann und so weiter. Aber erstmal, deine Verwandtschaft steht hinter dir, gib dir bedingungslos Energie und guck, ob du es fühlen kannst. Ne? Und du guckst geradeaus, du bist ja verantwortlich, das ist ja dein Weg, du entscheidest, völlig selbstverständlich, und guck, ob du es spüren kannst. Ne? Ja, das kann ich spüren. Auf der rechten Seite ist noch ein bisschen was. Irgendwas ist da noch. Ja, wenn du nach vorne guckst, vorne links müsste deine innere Frau auftauchen und vorne rechts dein innerer Mann. Also männlich und weiblich Energie. Mhm. Yin und Yang. Der innere Mann wird nach außen projiziert. Kennst du ja nach C.G. Jung, ist ja dein Schatten. Das ist dann der Prinz, der dir entgegenkommt. Oder halt im besten Fall auch dein eigener Mann. Ne? Weil dann hast du deinen Prinzen ja gefunden. Komm näher. Ja, und dann stellt er sich jetzt auch neben. Boah, ist der groß. Wahnsinn. Ja, kannst du ruhig ein bisschen zurückgehen. Ja. Kannst du Züge von deinem Mann in ihm erkennen? Er hat schon so diese Prinzgewandten, ne? Also diese Hut mit der Feder und so eine grüne Hose an und so. Bist du mein innerer Prinz? Ist ja eine Symbolebene, ne? Ja, das bin ich. Dann wäre er deine Heilung für Brustkrebs rechts, weil da geht es ja immer um den Prinzen, um das Männliche. Ja. Und dahinter steckt jetzt ein Vater, der gesund ist. Den haben wir ja erlöst. Also müsste der innere Prinz seine Heilung repräsentieren. Sag immer, zu wie viel Prozent du geheilt bist mit deinem Brustkrebs rechts? 70%. Was fehlt da noch an 30%? Frag immer. Dass der Prinz näher kommen kann. Das heißt, er müsste näher kommen. Da frage ich nochmal, woran es liegt, dass er jetzt noch nicht aufgetaucht ist und noch nicht näher kommt. Woran liegt es, dass du noch nicht näher kommst? Ja, du stößt mich noch weg. Du bist noch nicht einladend. Also ich merke noch nicht, ob du mich wirklich haben willst. Okay, also muss ein Anteil in dir geben, der den Prinzen nicht will und wegschickt. Und den brauchen wir. Deshalb soll er dir mal sagen, welcher Anteil in dir will das denn nicht? Wenn er die Gesundheit repräsentiert, muss es einen Anteil geben, der sagt, nee, will ich alles gar nicht. Dass du einfach noch am Verhängst und hoffst, dass er kommt. Das heißt, das ist das größte Hindernis in dir.
dass du ihn als Prinz willst, statt zu gucken, wer ist es denn? Ja. Was mich nochmal interessieren würde, einfach nur mal aus Neugierde, du hast doch gesagt, du hast, bevor du hergekommen bist, deine letzte Chemo gemacht. Ich habe nur eine Woche. Eine Woche Chemo gemacht. Ja. Wie lange hättest du machen sollen? Also ich müsste eigentlich weitermachen. Ich hätte heute schon die erste wieder nehmen müssen. Das läuft immer eine Woche Chemo, eine Woche Pause, eine Woche Chemo. Okay. Und dann muss ich weiter entscheiden, weißt du, wie ich so weitermache. Damals hast du ja auch Chemo gemacht, OP und so weiter, ne? Nein, ich habe die prophylaktische Chemo habe ich nicht gemacht. Mit großen, gegen große Widerstände bin ich da angetreten. Okay. Ich habe erst die Chemo 2 Jahre später gemacht, als es nicht mehr anders ging, als die Knochen alle gebrochen sind und ich auch, als sie schon im Gehirn waren und so. Und da war ich auch schon kurz vorm Sterben, das war 2012. Ja. Natürlich heilt die nicht, aber sie hat ihn zurückgedrängt. Aber ich hatte auch das Gefühl, ich sterbe. Ich war überhaupt nicht mehr, ich bin, deswegen weiß ich auch gar nicht, dass ich mich verabschiedet habe. Mein Gehirn hat überhaupt nicht mehr funktioniert. Aber ich lag wirklich die meiste Zeit schon im Koma und war gar nicht mehr da. Ich konnte nur noch 10 Minuten, also höchstens 10 Minuten laufen. Mir haben die Arme wehgetan, da strahlte alles aus. Jetzt die letzte? Ja, letzte Woche, bevor ich zu dir gekommen bin. Ja, ja. Das war schon in der ersten Woche so belastend für mich. Ja. Hm. Ja. Uterus, ja, die haben sich gewundert, wie kann eine Metastase auf die Scheide reinkommen oder an den Uterusmund. Das ist eigentlich, wäre es ein, wie sagt man, Zervixkarzinom, aber es ist kein Zervixkarzinom, es ist eine Metastase. Und das hat mit Sicherheit mit der Sexualität zu tun, die bei uns nicht mehr funktioniert. Dass diese weiblichen Organe befallen sind, ja. Weil er die Frau in mir nicht mehr sieht. Also für dich ist klar, dass ich sie nicht nehmen sollte, ne? Ich würde nie Chemo nehmen. Ich kann es auch empfehlen, weil ich medizinische Laie bin. Deshalb darf ich das sogar sagen. Ich hatte Chemo gemacht, alles kaputt. Mhm. Kann etwas, was kaputt macht, sinnvoll sein. Das ist prinzipiell ist ja, das stimmt. Also prinzipiell ist das Quatsch. Ne? Im Einzelfall, keine Ahnung, kann sogar sinnvoll sein, weil manchmal ist es sinnvoll, so weiß ich, irgendwas rauszuschneiden. Aber das kann ich nicht beurteilen. Nochmal, ich habe auch keinen HP-Schein, deshalb darf ich sowas sagen. Ich will auch keinen haben, weil sonst könnten sie mir ihn wer wegnehmen. Ich habe beim Bundesverwaltungsgericht gesagt, die Schulmedizin bekämpft nur Symptome, ich halte das für doof, geht lieber in den Hintergrund, löst sie auf, ist geschickter. Und das Bundesverwaltungsgericht hat gesagt, ja, okay, Herr Joschko, machen Sie mal, aber Sie brauchen dafür einen HP-Schein, wenn Sie das anbieten. Also die tragen meine Sichtweise mit, aber ich will das nicht. Ich will nicht Krankheitsbilder lösen. Ich sage, Quatsch, du siehst, wie ich arbeite, ich erlöse deine Verwandtschaft, deine Ahnen. So, und jetzt stellen wir fest, du hast einen Prinzen, der will zu dir, und da gibt es aber eine Prinzessin in dir, die bockt, und die sagt, nee, ich bleibe. So, und das ist dein Problem im Moment. Und mein Problem ist nicht, ob du eine Chemo nimmst oder nicht, das musst du entscheiden, weil du musst die Kämpfe mit den Ärzten führen, und ich weiß nicht, ob du stirbst. Vielleicht bockt die Prinzessin weiter und will bei dir und der will von dir nichts und er schafft es deshalb nicht. Wer will das denn feststellen? Mhm. Weißt du, also deshalb, ich kann das auch wieder nicht sagen. Und dann sagt jeder, ja guck mal, die hat keine Chemo genommen, daran liegt's. Deshalb, das sind Einflussparameter, die wirken alle und ich weiß nicht, welcher wichtiger oder richtiger ist in deinem Fall. Und deshalb kann ich dir nur sagen, deine Entscheidung, du musst es wissen. Und es gibt auch keine Garantie für, dass das wichtig ist. Ich aus meiner Sicht weiß, der Kontext muss verändert werden. Also am besten ist, du gehst in eine neue Welt, suchst einen neuen Mann und machst keine Chemo und die Chance ist größer. Aber es ist nur meine Sichtweise. Der Arzt wird sagen, um Gottes Willen, was redet ihr für Quatsch? Ich habe jeden Tag die Leute, die sterben. Aus seiner Sicht hat er wahrscheinlich wieder recht. Und deshalb musst du dann, wie ich jetzt finde. Ich kann dir nur gucken, was deine Psyche sagt. Und deine Psyche, da ist zumindest die ganze Welt jetzt in Ordnung, es ist alles asymptomatisch, aber du bist noch nicht bereit für deinen Prinz. Du musst jetzt die Hürde der Ärzte überwinden, die dir natürlich dieser rettende Chemo wieder vorschlagen wollen. Zu mir kommen immer die Leute, die rettende Chemo nicht mehr haben wollen.
Krebs ist für mich nichts Böses, sondern der Hintergrund arbeitet. Und wenn man den löst, gibt es auch keinen bösen Krebs mehr. Als Ingenieur gibt es nichts Böses in der Welt. Es gibt halt Physik, die man falsch anwendet, dann fällt ein Turm um. So gibt es halt auch Lebensgesetze, die man falsch anwendet und dann passt es nicht. Ne? Und wenn du mit einem Mann zusammenlebst, der dich nicht will, dann ist das blöd. Hm. Letztendlich muss ich dich dort völlig deine eigene Entscheidung überlassen. Hm. Ja. Das und das ist auch ganz deutlich mit diesem Prinzen, der da ist, der einfach noch weit weg ist. Ja, ja, das ist so deine Realität, die deine Psyche dir sagt. Und du hast alles erlöst, deine Verwandtschaft steht hinter dir, du spürst es und das ist jetzt noch als einziges dein Problem. Ja.